Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ja, ihr seht schon, wir haben eine sehr interessante Rakete hier auf dem Startfeld, die hier oben länger ist als hier unten. Eine sehr weirde Rakete, aber ihr werdet sehen, was das mit der auf sich hat, wenn wir im Orbit sind. Aber als erstes habe ich eine kleine Spezialsache vorbereitet, die wir uns jetzt gönnen würden, so als kleinen Luxus, als kleinen Spaß. Und ich werde es kurz vorbereiten und ihr seht dann den Start. Also wir sehen uns gleich wieder. Power transfer is complete. We're on internal power with the launch vehicle at this time. 30 seconds and counting. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. Seconds and counting. All the second stage tanks now pressurized. 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff. We have a liftoff. All engine running. Tower clear. So, Leute, ihr habt's gehört, die bekannte Apollo-Stimme, der Countdown von der Apollo. Ja, ich habe mir den NASA-Countdown gedownloadet und wir haben da noch ein paar andere, die wir in der Zukunft auch mal verwenden werden. Aber ich habe gedacht, wir starten mit der Apollo, weil es einfach eins der bekanntesten ist. Und jetzt schießen wir mit einer unserer, ja doch auch wichtigen Raketen Richtung Mann, weil es uns einen Step further bringt, wie man so schön sagt, Richtung besserem Basebuilding oder einem verbesserten System. Wird sehr interessant. Ich hoffe, es funktioniert so wie geplant oder meine Idee dahinter ist so funktional, wie es geplant ist. Jetzt bringen wir uns erstmal ein bisschen auf Speed, auf ein bisschen auf Höhe, so auf 10.000 Meter. Dann gehen wir in eine leichte Rotation und begeben uns langsam Richtung Orbit und schauen dann, was abgeht. Aber ich bin gespannt, ob alles so geplant ist oder geplant funktioniert, wie ich es mir hoffe. Es wird heute viel Fimmelarbeit werden, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Und wir werden auch jetzt in der nächsten Zeit viel öfter zur Mann-Station fliegen, um zukünftige Operationen in dem Fall vorzubereiten und eine neue Zivilisationszeit auch starten zu können. Denn ihr wisst, ich habe es cool, ich höre da und was. Wir haben einen bestimmten Plan, den wir durchführen oder ausführen wollen und der startet heute. Und ja, es ist echt soweit. Ich kann es teilweise selber noch nicht wirklich glauben, aber es ist soweit, wir können diesen Teil starten und ich bin echt happy drüber, dass er endlich startet. Und ja, hier oben seht ihr noch, wir haben 144 Tage noch, bis der Rover B1 Richtung bei Mars ankommt. Ich habe es außerdem geschafft, unsere Satelliten und alles in den richtigen Orbit noch zu kriegen. Das hat glücklicherweise funktioniert, echt glücklicherweise. Ich hatte schon echt keinen Glauben mehr dran. So, einmal kurz ein Stage Stop und noch eine Zündung in der Kapsel und wir sind noch auf 50.000 Kilometer. Gleich können wir auch die Kapsel revealen, was da drunter jetzt steckt. Was für geheime neue Technologien ich verbaut habe für die Zukunft. Ihr seht auf jeden Fall, dass es massiv ist und das hat einen Grund. Obwohl, das Wichtigste ist, eigentlich steckt hier oben drin. Das hier unten ist auch relativ wichtig eigentlich, wenn man es so sieht. Okay, wir sind gleich aus der Atmosphäre raus und draußen. Jetzt müsste eigentlich unsere bekannte Musik starten. Oh, schön. Ich werde jetzt mal 3, 2, 1. Sagt willkommen zu unserem Docksystem, das in die Mitte der Station jetzt integriert wird. Hier wird die Station angedockt. Hier oben werden unsere Solarpaneele angedockt. Hier unten sind zwei Seiten angebracht fürs Erste. Ich würde in der oberen lagern, in der unteren die Zwischenraketen andocken lassen.
Und das hier unten ist auch ein ganz leckeres Schmuckstück. Das hier unten, das Ding soll sich selber die Orbiten nachplanen. Aber das Teil hier unten ist unser Bausystem für die Zukunft. Es ist mit Satelliten oder mit Radartechnik ausgestattet. Apropos, ich darf nicht vergessen, dass ich jetzt Schub geben muss. RCS. Es hat natürlich RCS voll verbaut. Was erwartet ihr anderes von mir? Und dafür ist es auch gemacht. Es soll... Alter, wie viele Teile da jetzt vorne rumfliegen? Es ist genau dafür gemacht, diese Mission jetzt zu unterstützen. Diese Mission auf diesen Punkt zu bringen, wo wir hin müssen. Beziehungsweise endlich die Manstation modularer zu machen. Weil das war ja bis jetzt nicht wirklich möglich. Und mit diesen Teilen ist es jetzt möglich. Denn wir können jetzt überall andocken, wo wir wollen. Wir müssen nicht unsere wichtigen Docking-Ports, die wir zum Erweitern brauchen, verschwenden. Und in der Zukunft vielleicht wechseln wir eh das ganze Ding aus, aber für den ersten Schritt, für die ersten Baumissionen und alles, ist das ein essentieller Punkt. Also wirklich essentiell. So, warte mal, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier eher den Apoapsis hochhalten. So. Schauen wir mal, dass das Papier rauskriegen. Das Teil hinten hat noch 1400 ms. Besteht aus mehreren kleinen Triebwerken mit 23 Schubsequenzen. Und ja. Ich bin gespannt, wie gut wir das integriert kriegen, weil das wird jetzt echt ein Gefimmel dann. Wir müssen die zwei in der Mitte die Station teilen. Dann das in die Mitte reinschieben, auf die eine Seite andocken, dann auf die andere Seite andocken. Das könnte relativ, ich sag's mal, gefährlich werden. So, wir fahren jetzt langsam mit dem Schub ein bisschen runter, denn wir wollen mit der anderen Stage den größten Teil machen. Ich will es auf so 50.000 hochkriegen und dann die kappeln. Auch wenn hier noch echt viel MS drin ist. Ich will es nicht riskieren, noch mehr Müll in der Umlaufbahn zu lassen. So. Und der wichtige Decouple. Klack. Was wichtig ist, dass die hier mit dem Teil hier in eine Station kommen. So. Jetzt geben wir noch einmal schnell Boost und ziehen das ganze Teil aus der Atmosphäre raus. So. Machen wir auf einen schönen 100er Orbit. Das müsste hoffentlich auch alles reichen, ansonsten habe ich mich jetzt echt verkalkuliert. Aber die haben so viel, ich schau mal, 2000 ms, das sollte locker reichen. Weil der Vorteil ist ja, dass das hier vorne fast nichts wiegt. Das sind im Grunde leere Hüllen, die mit ein paar Docking-Ports ausgestattet sind. Also jetzt nicht unbedingt... Wenn man mal nicht aufpasst, hat man auf einmal das Gegenstück mit... Huchala! Ja, hoppala, da sollte man aufpassen. Aber jetzt bereiten wir erstmal das Teil für die Reise vor. Weil immerhin sind hier mehrere Sachen zu beachten. Hier zum Beispiel Antenne ausfahren. Antenne ausfahren. Antenne ausfahren. Und wie gesagt, da sind auch viel RCS-Booster dran. Einfach um das nachher auch manövrierfähig zu lassen für mich. Hier sind die Solarmodule, die dafür zuständig sind, die Energie zu liefern, wenn das Teil auch mal abseits der Station treibt. Weil wenn wir mal sagen, okay, es kann jetzt gerade keinen Strom beziehen oder es hängt irgendwie mit einem vielleicht zukünftigen Greifarm, den wir vorne andocken, das geht ja auch rein theoretisch. Rein theoretisch können wir einen Greifarm machen, der links, rechts Docking-Ports hat und dann kann das Teil sich sozusagen andocken, die Kralle abnehmen und dann Müll aufklauben. Aber ja, ihr seht schon, ich habe viele Ideen. Und das Teil ist jetzt halt, okay, da sehe ich wieder ein Problem vielleicht für die Zukunft. Ihr seht es, die Antennen gehen bis auf die Höhe des Dockingports. Das könnte gefährlich werden, ich hoffe es mal nicht. Und hier seht ihr meinen Plan, wie ich den Müll hier aus der Atmosphäre kriege, aus der Umlaufbahn vom Mann. Ich werde mich Retrograde ausrichten oder Prograde ausrichten und lasse dann auf Full Burst, schalte die hinteren aus und drücke Enter. Damit aktiviere ich die kleinen und die Kappel gleichzeitig. Somit sollten wir keine Geschwindigkeit aufnehmen und das Teil sollte einfach den kompletten Treibstoff in die Gegenrichtung brennen. Blöd wär's, wenn das Ding so viel Kraft hat, dass es wieder in die Gegenrichtung fliegt. aber egal.
Das ist ja eh wurscht, dann brennt das bis runter. Oder? Wenn es uns in die Gegend fliegt und die Station kaputt macht, habe ich echt Scheiße gebaut dann. Okay, wo ist der Mann? Ah, echt auf einer guten Flugbahn eigentlich. Wir werden hier Manöver hinzufügen. Zack. Jetzt kommt ja wieder der Spaß, dass wir in die Gegenrichtung fliegen müssen. Warte mal, das muss ich jetzt... Ich vergesse nicht jedes Mal, dass wir so rumfliegen müssen. So, 7000. Geht noch ein bisschen höher. Vielleicht als Anflug ganz praktisch. So. Wir richten uns aus. Das Ding ist nicht auch relativ flexibel. Jetzt klar, das da vorne wiegt nichts. Ich kann jetzt labern, was ich will. Das da vorne hat null Gewicht. Aber trotzdem, es ist halt trotzdem irgendwie geil, dass das doch relativ easy klappt. Der schaut mir so nach Duna und das so nach Joule aus, was da fliegt. Und das schaut so nach unserem Rest aus, unseren Booster. So. Was reicht denn? Komm schon. So ist immer noch so ausgerichtet, deswegen spinnt das so. So, okay, passt. Jetzt gehen wir auf Worst-Position. Hier vorspulen. Wir haben immerhin auch relativ viel zum Burnen. Jetzt ist es natürlich auch wieder so ein Punkt, ne? Wir müssen relativ viel burnen. Burn, 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 baby, burn. Da fliegt die Bekloppt 01 noch rum. Ein schickes Schiff. Muss man schon lassen, ist ein schickes Schiff. Ein ganz, ganz schickes Schiff. Ein ganz, ganz schickes Stück. Hier vorspulen, noch ein bisschen weiter vor. Bisschen weiter rein und dann auf Full Throttle. Das sind zum Glück auch relativ leise Antriebe. Das mag ich an den Teilen. Ihr hört schon relativ leise, machen nicht wirklich viel Krach. Angenehmer als die großen lauten Dinge, die halt machen. Ja, also wie gesagt, das ist in der Zukunft unser System. Bedeutet, wir können rein theoretisch Raketen nebenan fliegen lassen, die keine gute Steuerung haben, wo nur die Teile zum Beispiel RCS haben oder sowas. Und dann lassen wir es fallen, wir drehen den Booster um, er fliegt zurück oder irgendwas. Oder wir teilen es halt auf und der tut es dann so aufteilen, dass unsere Systeme zusammengebaut werden. Aber er ist sozusagen in der Zukunft auch zuständig, zum Beispiel Dinge anzubauen. Solarpaneele und alles. Das wird oh, das wird auch wieder interessant. Solarpaneele, wie ich die am schlauesten anbaue. Darüber haben wir ehrlich gesagt keine Gedanken gemacht. Und ich glaube, deswegen hatte ich eigentlich auch oben das Teil nicht dran gebaut. Oh oh. Muss ich vielleicht einen Greifer gleich mitschicken dann? Also dieses habe ich die Greifer überhaupt? Oh, das könnte dann noch unangenehmer werden. Wenn ich die Greifer noch nie mal besitzen würde, dann hätte ich mir jetzt so richtig in den Arsch geschissen. Sozusagen. So ganz vorsichtig natürlich, weil wir sind hier unten eh schon relativ gut auf der Bahn. Und jetzt machen wir es relativ slowly. Und wir haben unseren Orbit. Perfekt. So. Dann schießen wir jetzt wieder raus. Zack. Schön. Ehrlich gesagt, ich freue mich da sogar ein bisschen mehr teilweise drauf als unsere Duna-Projekte, weil das halt was Größeres ist, was Massiveres, was wir endlich wieder angreifen können, was jetzt halt längere Zeit nur auf sozusagen auf der Second Base stand. Apropos, wie geht's unserer Crew da oben? Die habe ich schon lange nicht mehr angefasst. Sie haben hier dezent, das muss ich alles, die Reliever, die ganzen Duna-Relays muss ich nochmal anpassen. Können wir uns auch gerne in der nächsten Folge oder sowas anschauen. One Station. Ruhe. Keine Health-Probleme, nichts. Unendliche Hydrogen hat sie aktuell. Nitrogen für Jahre. Essen, Trinken für Jahre. Oxygen für 8 Jahre sogar. Also, ihr müsst euch das mal vorstellen. Diese Station hält 4 Jahre oder fast 5 Jahre ohne irgendwelchen Einfluss aktuell aus. Das wird noch verstärkt. Wir schicken jetzt dann als nächstes eine unserer Essensrationsteile hoch, docken das an, damit wir den Booster mal wirklich abdocken können. Den Booster haben wir bis jetzt ja nur dran, weil wir das gebraucht haben. Der Booster wird ja noch dekappelt.
Das ganze Teil wird abgekoppelt, was aktuell dran ist, das alte Stück, und wird weggeschossen. Jetzt kommen richtige Module dran, die mit voller Nahrungsausstattung unterwegs sind. Das müsst ihr euch mal vorstellen, was da jetzt für Missionen noch anstehen. So, ich spule mal hier vor. Also für mich ist es halt so wieder so, endlich passiert was, endlich geht's los mit der Mission. Weil, keine Ahnung, ich habe so Bock drauf, auf Mann was aufzubauen, was in der Zukunft viel ausmacht. Oh, schau ja. Wir haben einen Sonnensturm von einem Tag in Gang aktuell bei Duna. Könnte also uns auch bald treffen. So, ich gehe mal hier hin. Und da sehen wir unser Problem, wie wir ankommen. Bedeutet, ich werde hier vorne... Also erstes natürlich die Man-Station als Ziel setzen. Was man auch machen kann, ist hier einen Manöverpunkt hinsetzen. Ne, warte mal, müssen wir die burnen. Zack. Oh, warte mal, das ist vielleicht ein bisschen zu hart. So, warte mal, jetzt ziehen wir ein bisschen nochmal raus. So, werden wir jetzt noch ein bisschen wahrscheinlich warten müssen auch. Oh, vielleicht sollte ich auch die Bahn anpassen. Die Bahn so ein bisschen anpassen, warte mal, so. Das schaut mir so eher nach passend aus. So, dann tun wir unsere Rakete wieder ausrichten. Die jetzt gerade... Oh, im... Oh, Luxusstation. Die hat gerade eine schöne Sonnenfinsternis. Ah, das, aber man muss es lassen. Das Spiel schaut so geil aus. Und ich kann mir eigentlich irgendwie nicht wirklich vorstellen, wie... Ich kann mir nicht einfach vorstellen, wie episch der zweite Teil sein wird. Und ich hätte so gerne den jetzt schon. Das ist so... Ha, da ist so viel möglich, was man sich schon immer gewünscht hat. Ein gescheiter Multiplayer, also ein richtig integrierter Multiplayer und. Das ist also im Grunde das alles, was es jetzt aktuell nicht gibt, wird da integriert und einfach so, oh, so schön und so viele neue Technologien und Basebuilding am Boden, so richtig, die Bilder, die ich gesehen habe, oh, da ist mir ein Abgang, das sage ich euch, da ist es mir richtig im Abgang kurz. Wo komme ich denn hier rein? Ich komme hier rein. Bedeutet, ich kann eigentlich hier vorspulen, oder? Jetzt gehe ich hier hin und jetzt schießen wir hier vor. 2 Stunden noch. Und da seht ihr schon, die Station tut zwischendurch eine Verbindung aufbauen. Sobald aber die Station eine Funkverbindung hat, verbinden wir uns über die Station auch, weil halt natürlich das für uns einfacher ist als System. Was jetzt aktuell natürlich nicht so praktisch ist. Wo burnen wir denn? Ah, wir burnen zum Glück einen passenden Punkt. Das ist vorteilhaft. Das ist echt vorteilhaft. Das ist vorteilhaft, meine Freunde. Das ist ganz, ganz vorteilhaft. Hier, vorspulen. Das sind 37 Sekunden. Also von daher, was scheiße ich mich da an? Es wird eher interessant, wie kriege ich den Haar genau gerade so, wie ich es brauche. Das ist wieder eine andere Sache. Das ist unsere Man-Station. Können wir die sehen? Moment, ist das eigentlich ein heller Punkt, der über den Boden schießt? Schade, nein. Fände ich auch irgendwie zu krass geil. Wenn du wirklich so sehen könntest. Ach ja, jetzt wechseln wir wieder auf die Station, weil es natürlich, keine Ahnung, weil es für das System einfacher ist, besser verständlich. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das abläuft. Ob er sozusagen immer das nächste nimmt. Es gibt einen sehr interessanten Mod, den muss ich mir mal anschauen. Da geht es darum, dass du sozusagen einzelne Relay-Systeme baust. Du tust denen eine Frequenz zuweisen und dann kann ich zum Beispiel sagen, die 500er Frequenz ist für den Mond und dann gibt es in der 500er Frequenz einen, der hat noch eine weitere Frequenz und der schießt dann zum Beispiel raus. Bedeutet, die ganzen Sachen, die ich auf die 500er Frequenz, auf die Mann-Frequenz zuweise, arbeiten nur über das eine Relay, was rausgeht. Das ist bestimmt natürlich auch geil. Aber da musst du auch immer wieder, oh, das könnte auch interessant werden. So, okay, wir sind ausgerichtet besser. Wir spulen nochmal weiter vor, über eine Minute. Aber natürlich versuchen wir so gut wie möglich und so nah wie möglich unser System anzupassen. Ich gehe noch ein bisschen näher. Ich bin heute risky unterwegs. Das ist jetzt so eine Sache, die ist natürlich nicht geplant.
und verzögert den Schub gerade um einiges. Shit. Das könnte nochmal einiges kosten. Alter, das Triebwerk auf 34 Schübe ausgebaut. Jupp, und da geht unser perfekter Orbit. Ade, du schöner Freund. Ich hätte doch früher burnen sollen. Aber warum geht der... What the fuck? Das ging zu schnell. Ich habe so gedacht, okay, ich brenne ein bisschen Burner. Ich habe 4 Triebwerke, aber jetzt hat es mir 2 ausgefallen. Dafür bräuchte ich jetzt einen Humanoid wieder. Viel Funktion. Wenn jetzt eins von den beiden anderen ausfällt, ist das Teil ausgeburnt. Wir können dann nur noch mit den Teilen rein theoretisch burnen. Wie viele Schübe haben denn die? 33. Also würde auch funktionieren. Aber die haben halt um einiges weniger Thrust wie die anderen, ne? Und jetzt dürfen wir dann richtig anpassen. Das wird jetzt eine richtig eklige Mission. Und ich habe extra auf Premium gesetzt. Da haben wir eine Fehlfunktion. Das Teil könnten wir eigentlich auch deorbiten. Moon-Erweiterung hat eine Fehlfunktion. Ja, aber das Teil, was eine Fehlfunktion hat, ist eigentlich gar nicht dafür da, was wir brauchen. So, jetzt tun wir noch hier. Manöver hier. Mal klein machen. Und ich will nicht schauen, ob ich irgendwie... Also erstens würde ich gerne mein Orbit anpassen. Das ist mir schon wieder so eine nervige Sache. So. Dann verkleinern. Und dann, wir haben ja die schönen Funktionen. Jetzt hier machen wir hier auf... Ne, warte mal, das war der falsche. So. Next Orbit. Und jetzt hat... Ah, schaut euch das an. So nah dran. Das können wir jetzt verfeinern. Indem wir wieder hier hingehen und dann sagen... Okay, nee, warte mal. So. Jetzt kann ich wahrscheinlich so... viel provozieren auch. Schaut, wie wir das jetzt provoziert haben. Na, warte mal. 4,6 Kilometer. Dann wechselt er in das. Denn das geht mir gerade so tierisch auf den Sack. 2,4 Kilometer. Hier nochmal. Oh, warte mal. Da war der. Kilometer. Holy shit. Wenn jetzt natürlich was schief geht, sind wir gefickt. Aber es sind nur 57 ms, die wir verbrauchen. Und wenn wir dann gebremst haben, dann sind wir eh schon in einem anderen Modus. Und wir müssen eh rechtzeitig bremsen. Obwohl, das könnte natürlich auch richtig auf die Fresse hauen. Oh, wir sind kurz davor, wieder da zu sein. Oh, meine Mannstation. Mein Herzblatt. Oh, ich sag's euch, ich mag Stations. Die sind halt so aufwendig. Und vor allem, früher habe ich es nie hinbekommen, weil einfach dieses... das... Orbiten für mich viel zu schwer zu fahren, herauszufinden, okay, wann muss ich wie burnen, damit ich eine Inclination mit dem kriege und wann treffe ich das Teil und hierher vorspulen. Ach nee, warte mal, wir haben ja noch einen ganzen Tag vor. Hallo. Wir haben ja noch einen ganzen Tag, bis das passiert. Nochmal hier vorspulen und einmal rum um die Kiste. Ah, wir haben gleich fast dauerhaft eine Verbindung. Das ist natürlich auch mega cool. Aber ich weiß gar nicht, wie weit vor, muss ich denn vorspulen? Circa. So, hier. Hier vorspulen. Wir machen das heute auch wieder in einer Folge. Wir sind jetzt auch schon wieder bei 24 Minuten. Weil wir halt heute eine epische Mission haben, schneide ich auch wieder nichts. Es ist wieder viel Spannendes. Es passiert wieder viel Spannendes. Ich werde für die nächste Mission wahrscheinlich auch ein bisschen was vorbereiten. Die Raketen werde ich mal wieder bauen. Oder wir bauen... Nee, wir bauen die zusammen. Die nächste bauen wir wieder zusammen. Oh, warte mal. Jetzt muss ich mich nochmal ausrichten. Seht ihr, das ist genau das, von dem ich rede. Es passt auf einmal nicht mehr. Kein Fehler in der Matrix. Perfekt.